Ja, wir stehen hier an einem Infostand. Die werden jetzt hier, das kann der Markus aber besser erklären, der Markus neben mir vom CSC Wien. Du stehst jetzt hier auf der Marie-Hilfe-Straße, Markus, und schwitzt dir den Hintern ab. Ja, was das ist, ist schon sehr feucht hinter meinen Hintern. Du, wie sieht's aus? Was für ein Anlass ist das hier? Wer organisiert das? Oder? Das hat jetzt der CSC organisiert. Und wir wollen einfach, dass die Patienten sich endlich einmal die Pflanzen selber zu Hause ziehen dürfen und das endlich straffrei wird. Weil es ist eine Frechheit, die Patienten kann man finanziell, die können nicht mehr arbeiten gehen. Kriegen 500, 600 Euro vom Staat, wie sollen sich die Medikamente kaufen? Und als Alternative zwei Pflanzen im Garten, 10 Pflanzen zu Hause im Zelt und der ist das ganze Jahr versorgt. Okay. Ohne große Ausgaben kann sie seine Medikamente selber herstellen. Das heißt, Sinn und Zweck des Infostandes ist, auf einmal Unterschriften zu sammeln für die Bürgerinitiative? Unterschriften zu sammeln, die Leute mal auf dem Hand wieder sensibel zu machen, dass das nichts Schlimmes ist, dass das keine Droge ist, wie es jeder behauptet, weil ich kenne keinen Cannabis-Süchtigen. Oder kennst du sowas? Also bitte bringen wir. Ich weiß nicht, was es ist. Also du warst dann, ja, okay, das ist gut. Wenn man jetzt was spendet, dann bekommt man so ein Pflänzchen. Du kriegst das Pflänzchen ohne Spende, aber über eine Spende freuen wir uns. Wie ist das überhaupt? Wie viele Unterschriften kriegt ihr so am Tag? Wie viele Stunden stehst du hier? Wir werden heute so bei den 3 Stunden stehen und wir schauen, wir hoffen, dass wir ein paar 100 Unterschriften zusammenkriegen. Okay. Es wird jetzt immer mehr, du siehst, der Andrang wird immer größer, die Menschen bleiben immer mehr stehen. Sie interessieren sich auch immer mehr dafür und sie werden ganz offen. Und also, du verschenkst ja auch noch ein paar Anpflanzen von Indras Planet und... Ja, der Indras hat uns das zur Verfügung gestellt und jetzt iGrow hat uns noch aus der Tasche gerissen, dass wir noch weitermachen können. Super. Und ja, wir verschenken es das. Nimm das mit. Und das kommt sehr gut an. Du siehst es selber bei den Leuten. Eine Unterschrift bitte. Warte da. Um die Freigabe, ja. Okay. Und das heißt, wir haben jetzt mittlerweile 30.000 Unterschriften. Oder weißt du, wie viele Unterschriften es mittlerweile gibt von der Bürgerinitiative? Ich weiß noch gar nichts, wie viele wir haben, aber wir sind weit über 30.000 schon. Okay. Und ich hoffe, dass wir auf die 100.000 raufkommen, bis Ende diesen Sommers. Also Leute, wenn ihr euch aufgerufen fühlt, es können noch jede Menge Infostände gemacht werden in Wien, in Oberösterreich, in Salzburg. Nehmt euch einen Tisch, setzt euch vielleicht mit Markus oder mit mir in Verbindung und wir sagen euch da mehr, wie das funktioniert und wie man das machen kann. Ja? Unterstützt die Legalisierung. Wir werden weitermachen und wir hören da nicht auf. Und wir werden jetzt alle 2 Wochen so einen Infotisch quer durch Wien immer wieder machen. Und schauen wir mal aufs Jahresende, wie es ankommt. Super, ich danke dir für deinen Einsatz. Bis dann. Ciao.